Hallo und willkommen in der Welt von morgen. Hoffentlich nicht, sondern in Silent Hill 2 Remake. Wir sind im Gefängnis angekommen und ich hoffe, das ist nicht die Welt von morgen. Der würde ich ungern leben, muss ich schon sagen. So, wir haben netterweise auch schon eine Karte gefunden. Ich gehe jetzt mal in die Kapelle und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Ich hab's ja nicht so mit Religion. Für mich wäre das schon gruselig, wenn es eine ganz normale Kapelle wäre. Aber das hier sieht aus wie so mittelalterliches Folterwerkzeug. Guck mal, wow. Hier kniet man auf den Stacheln angekettet und dann kann man hier so durchbeten oder so. Aber die Hände werden über die Schraubstöcke auf die Nägel geschraubt. Tja. Ich glaube, wenn ich so eine Kirche betreten würde, mittlerweile, heutzutage, würde ich einfach sofort in Flammen aufgehen. I guess. Organisierte Religion finde ich einfach unfassbar gruselig. Nicht glauben, ne? Ich glaube an nichts Übernatürliches, aber glaubt, was ihr wollt. Aber Religion finde ich super creepy. Okay. Die Häftlinge spüren keine Reue. Sie sehen sich selbst tatsächlich überhaupt nicht als Sünder. Selbst die Einfältigen unter ihnen versuchen sich mit den wenigen ihnen bekannten Worten vor dem Blick des Herrn zu schützen. Und so träumen sie selig wie die Sünder, die sie sind. Denn ganz gleich, wie verdorben und abscheulich ihr Leben auch sein mag, ihre menschliche Natur lebt weiter. In irgendeinem Spiel hat man bei solchen Statuen gespeichert. Und in The Evil Within konnte man die kaputt machen und Schlüssel kriegen für das Schließfach. Für das Bonus-Superschließfach. Eigentlich eine coole Mechanik, dieses Bonus-Superschließfach. So, und hier haben wir wahrscheinlich die Inspiration für die Pyramid Heads, ne? Okay, dann gehen wir mal in den Zellentrakt A. Oh mein Gott, jetzt sind sie Spinnen geworden. Ich mag keine Spinnen. Ah, nein. Das Licht hat einen Timer hier. Da bin ich ja mal ein Fan, ey. Nicht. Guck mal, die Hebel gehen wieder hoch. Ah! Und dann ist man in der Dunkelheit. Ah. Ich glaube, da mochte ich den Zellentrakt aus dem Original lieber. Da war nicht so viel los hier. Eine Kuh. Wie dunkel wird's denn hier? So dunkel wird's auch wieder nicht, oder? Scheiß auf Licht. Licht ist was für Glühwürmchen und Mücken. Nee, stimmt gar nicht. Wusstet ihr, dass Mücken überhaupt nicht auf Licht gehen? Ist
Deine Lüge, die mir mein Leben lang erzählt wurde und euch bestimmt auch. Mücken gehen nicht auf Licht, Mücken ist Licht scheißegal. Die riechen uns. Sie können uns riechen durch die Wände. Und ich glaube, jetzt weiß ich es nicht mehr, ob die auch auf Wärme oder so reagieren, aber definitiv riechen die uns vor allem. Das hat auch nichts mit süßem Blut zu tun oder so. Was auch so eine Urban Legend ist. Sondern einfach nur mit Ausatmen. CO2. Die riechen Ausatmungsausscheidungen, wenn ihr wisst, was ich meine. Deswegen kommen die in Häuser, wenn irgendwie Fenster gekippt sind oder so, weil da wird viel ausgeatmet. Das ist eigentlich alles. Was soll überhaupt süßes Blut sein, ne? Ich habe das als Kind nie hinterfragt. Naja, hab halt süßes Blut. Aber ist Quatsch. Wo ich mir gerade nicht sicher bin, ist, ob das mit Blutgruppen zusammenhängt. Das weiß ich jetzt nicht. War das auch ein Mythos oder stimmt das jetzt wirklich? Dass es Blutgruppen gibt, die häufiger gestochen werden. Ich meine, das ist auch ein Mythos, aber das könnte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher sagen. Kablim, das sieht auch aus wie eine Referenz zum Vorgänger, also beziehungsweise sowohl zum ersten Teil irgendwie mit dieser betenden Nonne da, als auch aber zum zweiten Original, wo man für den Galgen hier diese Steintafeln sammeln muss. Das ist ja hier scheinbar jetzt anders. Diese Zelle soll bis Dienstag gereinigt werden. Sieh zu, dass die Knackis es bis dahin erledigen. Der Vormieter wurde auf Befehl des Aufsehers in den Todestrakt verlegt. Die Knackis. Okay, wir haben die Schlangentür, die Schweinetür, die Bärentür. Schauen wir mal, ob wir in den Hof gehen können. Oh Gott, wir können in den Hof gehen. Ich will nicht in den Hof gehen. Oh, ich wollte gerade kurz sagen, oh, Sternenhimmel. Aber nee, es ist Staub. So, und hier haben wir eine Waage. Da müssen wir dann unser Herz wiegen. Wenn es schwerer ist als eine Feder, haben wir ein Problem. Also, wir haben aktuell aber nur ein kleines Gewichtchen. Kann ich das schon mal drauflegen irgendwo? Ja, bringt mir aber nichts. Na gut. Der Hof ist irgendwie nicht wirklich ein Hof, oder? Der Hof ist eher so ein Gerichtssaal mit Henkermechanik gleich integriert. Zieh einmal am ausgefransten Ende des Seils. Wähle unter den Sünden die Tugend jeweils. Lies ihre Geschichten. Schau in ihre Gesichter. Oder auch nicht. Du bist nur ihr Richter. Galgen. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Galgen? Ich glaube auch Galgen. Aber vielleicht ist es auch Gilgamesch. Galgata.
Kommt Galgen von Golgatha? Wahrscheinlich nicht. Galgen ist ein komisches Wort. Ich höre doch hier was. Ich höre doch hier was. Die wollen mich nur fertig machen, oder? Ich frage mich, ob es hier in dem Spiel den Unsichtbaren gibt. Kennt ihr den, Gegner? Das ist tatsächlich eine Kreatur aus dem Original zweiten Teil. In einer Gefängniszelle, die kann man auch nicht öffnen oder so, gibt es ein unsichtbares Monster. Das ist einfach unsichtbar. Aber es existiert. Und man kann nicht wirklich was tun. Wenn wir in der Nähe von dem unsichtbaren Monster sind, dann britzelt unser Radio und unser James hier zielt sogar auf das unsichtbare Monster, wenn wir in den Auto-Aim-Modus gehen so quasi. Und wir können das auch erschießen und dann hört das Radio auf zu britzeln. Aber ansonsten passiert nichts. Einfach unsichtbar. Einfach nur unsichtbar. Aber irgendwie doch vorhanden. So, waren wir noch in Zellen nicht? Die können wir noch öffnen, oder? Können wir nicht öffnen, aber sind wir vielleicht schon von der anderen Seite reingeklettert? Da bin ich mir nicht sicher. Ich denke, da sind wir schon durch, ne? Ich gehe noch mal rein. Vorsichtshalber. Ja, ja, okay. Na gut. Wir brauchen irgendwie mehr Gewichte. Offensichtlich. So, jetzt bin ich verwirrt. Treppe runter geht auch nicht. In den Hof ist eine Waage und ein Galgen. Alle Türen verschlossen. Kapelle war ich schon. War auch in allen Zellen. Also irgendwas muss ich übersehen haben. Hornloser Ochse, augenloser Eber, flügellose Taube, kopflose Schlange. Das ist schon das Gruseligste überhaupt, oder? So ein komplett dunkler Raum und man hört Geräusche. Irgendwas ist hier drin, aber man kann nichts sehen. Man kann sich nur im Grunde an den Wänden entlang tasten. Ich verstehe auch irgendwie nicht ganz, was hier oben los ist. Da ist irgendwie sowas und dann steht da schweres Gewicht. Benutzen. Geht nicht. Hä? Hä? Was ist los? Habe ich ein schweres Gewicht oder... Ich habe anscheinend ein schweres Gewicht noch. Hä? Warte mal. Ah, ich habe schon. Ich musste es nur erstmal hier platzieren. Und jetzt kann ich gucken. Ah, warte mal. Und dann können wir wahrscheinlich die Schlange freischalten. Okay, nice. Schlangentür freigeschaltet. Ich verstehe. Ich hatte die Lösung schon die ganze Zeit im Inventar. Ich war nur zu blind, um zu sehen.
So, die kopflose Schlange war da vorne, okay. Let's go! Diese kleinen Krabbel. Ja, Krabbler sind schon irgendwie cool. Die haben wirklich viel aus denen gemacht. Die haben da echt gute Gegner rausgeholt aus dem Ding. Ich meine, die waren ja quasi ursprünglich eigentlich eher so einfach. Ich meine, in Silent Hill sind irgendwie alle Gegner einfach Gegner, oder? Abgesehen von den Hunden ist einfach irgendwie alles das Gleiche. Und es geht auch in erster Linie nur um die Interpretation. Die haben die Gegner gut von der Interpretationsebene auf eine Gameplay-Ebene übersetzt. Zur Erinnerung an alle Wachen. Ab sofort ist es für alle verpflichtend, das überarbeitete Wartungshandbuch der Generatoren zu lesen. Wir alle wissen, was das letzte Mal passiert ist, als es eine Stromspitze gab. Obwohl die meisten von uns das am liebsten vergessen würden. Es wird keinen weiteren Vorfall geben. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Das letzte habe ich dazu erfunden, aber es hat schon gepasst, finde ich. Na komm schon, wo bist du? Ah, guckt euch den Scheiß da oben an. Kann ich dadurch da drauf schießen auf den? Ich glaube nicht wirklich. Kind im Rollstuhl, Augen ausgeschmitzelt. Bald werden wir zusammen sein. Jetzt. Es lebt noch. Es ist noch irgendwo da draußen. Ist der tot? Ah. Ah ja, okay. Creepy. Aber ehrlich gesagt bringen die Lichter auch nicht so viel, oder? Zur Hölle. Ja, Silent Hill hat Spinnengegner bekommen, so ein bisschen, ne? Irgendwie durch die. Keine Munition mehr. Pumpgun-Zeit. Vielleicht die besser. Schalte 75 Feinde mit Fernwaffen aus. 45 Feinde Fernwaffen. Sind viele Fs drin und so. Ich mag so
Wie nennt man das? Das ist keine Alliteration, oder? Das ist ein... Oder ist es eine Alliteration? Ihr wisst, was das ist. Und wenn nicht, ist es auch nicht. Ihr wisst, was ich meine. Und darum geht's doch. Wir wissen alle, was wir meinen. Wenn der gleiche Buchstabe oft vorkommt. Das meine ich. Das mag ich. Das war gerade ein sehr weirder Schuss. Wo? Oh, du kleines Wiesel. Widerliches Wiesel, du. Wo? Jetzt wird's dunkel und es verbirgt sich hinter im Schatten. Mein Radio sagt, dass es hier irgendwo sein müsste, ne? Aber ich sehe es nicht. Vielleicht kriege ich wieder aufs Maul. Ah. Ich gehe einfach mal da rein. Das ist einfach so kranker Mittelalter-Scheiß, oder? Todesstrafe an sich ist kranker Mittelalter-Scheiß. Aber das ist in einem vermeintlich zivilisierten Land wie den USA, wobei wir da mittlerweile, glaube ich, alle uns nichts mehr vormachen müssen, oder? Dass man da einfach Publikum hat, dass man sich da hinsetzen kann und zugucken kann, wie jemand auf dem elektrischen Stuhl einfach fucking hingerichtet wird. Das ist einfach heftiger, kranker Scheiß. Ich weiß nicht, was da los ist. So, passt das? Muss ich im gelben Bereich oder müssen wir im roten Bereich? Aber nicht zu viel wahrscheinlich, oder? Wollt ihr mich verarschen? So. Gott. Ich habe ein Gewicht gefunden. Aber ich befürchte, ich habe alle Türen geöffnet. Ich habe alle freigelassen. Und das Licht geht nicht mehr. Nur noch ein bisschen mit der Schrotflinte. Ab dann wird Nahkampf benutzt. Ich habe noch relativ viel Heilung, aber relativ wenig Munition. Zumindest ist die Pistole mal wieder voll. Ein Magazin haben wir immerhin drin. Und jetzt könnte ich mich hier natürlich durchklopfen und nochmal in den anderen Zellen gehen, ne? Bin mir nicht sicher, ob ich das möchte.
Ich muss sagen, ich finde mittlerweile das Trefferfeedback der Waffen nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang. Vielleicht habe ich mich einfach dran gewöhnt oder so. Am Anfang hat es sich mega weird angefühlt. Jetzt geht's irgendwie einigermaßen, aber naja. Ich muss jetzt schon langsam mit dem Hund raus. Ich gucke gerade auf die Uhr, Mensch, aber wir machen jetzt noch weiter. Ich wollte eigentlich lange, lange Sessions machen. Aber Hundi darf auch nicht allzu lange warten. Wobei, der hat eigentlich erst... Na, stimmt, der hat erst vor einer Stunde gegessen. Da warten wir lieber ihn noch ein bisschen. Insasse E662, Alter 23, männlich. Methode elektrischer Stuhl, Zeugen 0. An das medizinische Personal: bei der Hinrichtung gestern Abend stand der Gefangene, von dem wir dachten, er wäre behindert, einfach auf und ging ohne jede Hilfe auf den Stuhl zu. Seid bitte sorgsamer, wenn ihr euch die Krankengeschichte der Gefangenen ansieht. Das Wachpersonal muss wissen, wie leistungsfähig die Gefangenen sind, damit es nicht zu Zwischenfällen kommt. Ja. Armory, ja, Wollinger nämlich, so nämlich. So nämlich. Ja, es ist schon krass, ne? Die USA hat irgendwie über Jahrzehnte intensiv Propaganda betrieben, um sich selber als so... Ach, hier sind wir jetzt. Sehr schön. Als so rechtschaffendes, tolles, demokratisches Land darzustellen. Und in gewisser Weise hat das wahrscheinlich bei uns allen funktioniert. Wir sind alle mit den amerikanischen Filmen aufgewachsen, die im Grunde immer sehr positiv waren, sage ich jetzt mal, der USA gegenüber, definitiv. Aber das ist irgendwie, das haben die sich sehr stark kaputt gemacht, selber so in den letzten Jahren. Mittlerweile ist die USA im Demokratie-Rating keine vollständige Demokratie mehr. Ist noch eine Demokratie, aber ist ziemlich nach unten gerutscht und nur noch, ich weiß den Namen nicht mehr, eine fehlerbehaftete quasi. Weiß den offiziellen Ausdruck nicht mehr. Ist auf jeden Fall eine Kategorie von der vollwertigen Demokratie nach unten gerutscht. Deutschland ist noch recht gut im Demokratie-Rating, ist aber auch in den letzten Jahren ein bisschen gefallen, weil auf rechtsradikalen Demos, Pegida und so weiter, ne, der ganze Scheiß, wurden Journalisten angegriffen. Und das zählt da auch mit rein. Pressefreiheit wurde angegriffen quasi. Und wurde von der Polizei eben vor allem auch nicht ausreichend verteidigt. Das ist natürlich schon problematisch. Aber noch, ne? Noch. Ist nichts verloren. Ich glaube, ich habe auf einen Hebel geschossen. Okay, wir haben ein weiteres Gewicht gefunden. Das mittelschwere Gewicht. Damit können wir jetzt vielleicht, schauen wir mal, ich werde das mal zu dem schweren Gewicht dazustellen. Ne, es reicht nicht für die Wildschweintür, aber vielleicht können wir ja jetzt irgendwie Ochsentür oder so öffnen. Was passiert denn, wenn ich genau die Mitte erwische? Dann kriege ich ein goldenes, alles vernichtendes Superschwert, oder? Okay, Ochsentür.
Ich frage mich gerade jetzt hier so die zweite Hälfte des Spiels. Ich meine, das Spiel ist schon sehr actionlastig geworden, finde ich. Die Kämpfe sind deutlich hochgedreht worden im Vergleich zum Original. Aber ich frage mich, ob sie es zu gruselig gemacht haben für den Mainstream. Ich glaube, so ganz normale Leute wollen das nicht unbedingt spielen, oder? Ach so, warte mal, wir sind beim Ochsen. Wo war der Ochse? Ah ja, okay. Das könnte schon zu krass sein. Und ich verstehe es vollkommen. Ich finde es nämlich auch sehr unangenehm teilweise hier jetzt so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der leichte Schwierigkeitsgrad ist nicht leicht genug, dass man den Grusel komplett rausnimmt. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Ich glaube, so verkaufszahlentechnisch, ne? Das ist so ein Spiel, das schauen sich die Leute wahrscheinlich gerne auf Twitch an, das schauen sie sich gerne in Let's Plays vielleicht an, ne? Aber ich glaube, das wird nichts, was super gerne gespielt wird, so könnte ich mir vorstellen. Man hätte vielleicht einen Very, Very, Very Extraordinary Easy-Modus noch machen können, sollen, ich weiß es nicht. Story-Modus. Vielleicht sogar einen Modus, der Monster rausnimmt. Komplett. Der alle Monster rausnimmt. Wobei die Monster schon auch für die Interpretation wichtig sind. Aber vielleicht nur sehr, sehr, sehr wenige, sehr, sehr schwache Monster. Und man kann im Grunde fast nicht sterben. Ich höre leider Monstergegner. Ich kann den Brief des Wärters nicht... Monstergeräusche. Ich kann den Brief des Wärters nicht lesen. Monster irgendwo. Ich lese jetzt trotzdem den Brief des Wärters. Hier bleibt die Zeit stehen, oder? Hier steht die Zeit still. Jemand schleicht nachts durch den Zellentrakt. Schon wieder. Wer auch immer das war, muss ich dich daran erinnern, dass wir unsere Posten niemals ohne Genehmigung verlassen dürfen. Wenn ich dich das nächste Mal erwische, melde ich dich beim Aufseher. Fang mich, wenn du kannst. Hä? Hat das jemand anders geschrieben? Wahrscheinlich steht "Fang mich, wenn du kannst" auf der Rückseite. Das ist eine Aufforderung an den, der das geschrieben hat, wahrscheinlich, oder? So macht es vielleicht Sinn. Ich sehe die überall so schemenhaft rumkrabbeln. Das ist einerseits cool gemacht, aber andererseits schon viel einfach auch, ne? Es ist falsch zu stehlen, was sie besitzen. Sie sagen, sie besitzen. Wenn jemand etwas besitzt, darf man es nicht stehlen. Aber ich darf nichts besitzen. Darf der Aufseher stehlen? Nein, er soll nichts besitzen dürfen. Ich werde wieder stehlen, ich werde besitzen. Sehr, sozialkritisch, I guess. Systemkritisch. Finde ich gut. Den Gedanken sollte man sich stellen. Wenn die superreichen Multimilliardäre sagen, das gehört alles mir, und dann kommen Leute, die gar nichts haben, warum genau... Was genau legitimiert den Superreichen, dass der alles besitzt, während andere nichts besitzen? Warum darf der das? Ist das nicht auch Diebstahl, wenn er zu viel hat, mehr als er braucht und andere haben gar nichts? Denkt mal drüber nach.
Okay, wir haben einen Schlüssel für Zellenblock D gefunden. Und ein bisschen Munition, aber ich weiß gar nicht, welche Pistolenmunition, ja. Sonntag, morgendlicher Rundgang. Störung gemeldet, C140 schreit, C777 würde ihn verfolgen und behaupten, die Gitterstäbe könnten ihn nicht aufhalten. Nummer 140 wird ein Beruhigungsmittel verabreicht. Mittagsrunde, Zelle von C777, in Klammern D5, wurde vorsorglich durchsucht. Es wurde kein Hinweis darauf gefunden, dass der Gefangene seine Zelle unbeaufsichtigt verlassen hat. Empfehle eine weitere psychiatrische Untersuchung von C140. Nachmittagsrunde. C140 und C777 sind nicht in ihren Zellen. Alarm auslösen. Suche läuft. Neuester Stand. Die Badezimmertür ist von innen versperrt. Es werden Versuchungen unternommen, sie zu öffnen. Wir hören nichts von der anderen Seite. Abendrunde. Gang. Nix mehr. Abendrunde Gang. Der runde Gang des Abends. Passierschein A38. Toilette, Umkleideraum, Dusche. Okay. Das Gefängnis haben sie aber auch ordentlich aufgeplustert, ne? Also die haben da sehr viel massiv überarbeitet. Verbarrikadiert, aber ich habe schon was gesehen hier. Ach so. Schade. Bist du? Komm her. Da außen war das gerade, ne? Ah, guck sie dir an. Ah! Oh Gott. I don't like it. Aber cool ist es. Befehlsmesser. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Schande, dass du es nicht gefunden hast. Ich dachte, du kennst das Gefängnis besser als ich. Jetzt ist es zu spät. Ich gehe spazieren. Kluger Junge, hier ist deine Belohnung. Ich gehe einen guten Freund besuchen. Wir können beide ein Bad gebrauchen. Okay. Also irgendwie brauche ich das Messer wahrscheinlich, um ins Bad zu kommen oder so. Aber wie genau soll mir das jetzt helfen? Das verstehe ich nicht ganz. Bin ich da schon runtergegangen? Wo kommen wir da denn hin? Einfach wieder runter in Zellenblock A und B, oder? Oh ja, genau, das ist die hornlose Ochsentür. Hornloser Ochse, oder? Wenn man merkt, dass das Spiel nicht aus in der Originalsprache Deutsch ist, weil sonst hätte man das, glaube ich, nicht so genannt. Weil einfach jeder aus dem deutschsprachigen Raum sofort an Hornochse denken muss. Und das ist nicht sehr gruselig. I guess Hornochsen können schon ganz schön gruselig sein im wahren Leben manchmal, wenn man mit ihnen zu tun hat. Aber ja.
Aha, habe ich mir gedacht. Warte mal, da ist der Safe Room gleich, ne? Gehen wir erstmal noch kurz in den Safe Room. Lieber einmal zu oft speichern, als einmal zu wenig. Was soll eigentlich zu oft speichern sein? Eben, schaut. Point proven. Ich krieg einfach. Er kommt. Ich weiß, dass er kommt. Die Gitterstäbe, die Wände, sie können ihn nicht aufhalten. Er wird reinkommen. Er wird reinkommen. Ich habe noch Zeit. Ich kann es schaffen. Ich bin fast durch. Aber er ist nah. Ich kann es spüren. Er kommt, um es zu beenden. Lass ihn kommen. Oder soll er nur kommen? Ah. Der Kantenschneider, auf den es Verlass. Wer verbaut denn bitte so super nervige Zeitschaltuhrlichter? Also nicht das Klo, den Kloheiltrank trinken wir aber als letztes, okay? James, nur für den Notfall. Oh, oh, keine Munition mehr. Gehen wir in den... Nein, mach mir nicht die... Gehen wir in den Nahkampf. Komm. Oh, war wohl nix, hat sie gesagt. Das war so ein typischer NPC-Moment von der Krankenschwester gerade, ne? Wird zweimal beschossen und läuft auf mich zu. Und kurz vor mir sagt sie dann, ha, war wohl nix. Und dreht wieder um. Ist natürlich gut, wenn man so Monstergegner hat. Dann kann man das leichter machen. Ich habe es dir gesagt, ich habe es dir gesagt, ich habe es dir gesagt, du wolltest nicht hören. Klingt wie ein cooler Songtext. Ich glaube, hier hat einfach jemand quasi, weißt du, für seine Hip-Hop-Karriere, wenn er rauskommt. Er ist hier, trainiert. Ich habe es dir gesagt, ich habe es dir gesagt, ich habe es dir gesagt, du wolltest nicht hören. Ich habe es dir gesagt, ich habe es dir gesagt, ich habe es dir gesagt, du wolltest nicht hören, ja. Hab's dir gesagt, du wolltest nicht hören. Jetzt muss ich dich und deine Pussy zerstören. Ich war im Knast, aber jetzt bin ich frei. 1, 2, 3, flieg, Kartoffelbrei. Ja, braucht noch ein bisschen Feintuning, aber Bibi Blocksbergs Fans sind schon mal abgeholt jetzt, also... Ah, wir haben wieder ein Loch. Puh, ist James. Das erinnert mich ein bisschen an so... Kennt ihr noch die Zeit so dieser frühen narrativen Spiele, so Telltales? Mäßig so, wo man dann irgendwie plötzlich
so Sachen wie von der Kaffeetasse trinken irgendwie durch so ein kleines Minispiel machen musste. Und man musste dann irgendwie den Knopf drücken, dass man die Tasse nimmt und dann den Controller, also den 3D-Stick in einem Halbkreis bewegen, damit die Tasse zum Mund geführt wird und so weiter. Kennt ihr das noch? Das war dämlich. Das war schon damals dämlich. Oh Gott, shit. Kleiner Schock an der Stelle. So, wie bin ich gleich nochmal hier reingekommen? Okay. Gehen wir in den Speicherraum. Gehen wir erstmal speichern. Eieieiei. Na gut, Leute, ungefähr halb durch mit dem Gefängnis, würde ich sagen. Machen wir für heute an der Stelle Schluss. Ich muss jetzt mit dem Hundi rausgehen und ich hoffe, dass ich das Spiel zeitnah durchspielen kann. Es wird gerade sehr stressig. Das Spiel wirklich auch vom Gruselfaktor her nimmt hinten raus stark zu. Wird sehr stressig, sehr anstrengend zu spielen. Ist nicht sehr Mainstream-tauglich. Ne? Da war Konami mutig, muss man denen ganz ehrlich zugestehen. Finde ich ja eigentlich echt gut, aber gefährlich. Aber gut, okay, Leute. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.